Das Himalaya. Das Dach der Welt. Ich soll es nun also mit eigenen Augen sehen. Vor einem dieser gigantischen Achttausender zu stehen. Das hätte ich niemals geglaubt, wenn ich mein altes Ich gefragt hätte. Und doch ist es wahr. Wer wir sind? Eine Gruppe verrückter Bergsteiger aus Bayern. Allen voran die bergsüchtigen Singles und Headshaker. Eine Gruppe von Leuten, die sich hauptsächlich über das Internet kennengelernt haben, um ihre Leidenschaft für das Bergsteigen auszuleben. Und genauso kommt es, dass wir uns immer wieder treffen, Wochenende für Wochenende, um zusammen auf die Berge zu steigen. Sei es nun ein Klettersteig, eine Wanderung oder doch ein ordentlicher 3000er. Und so ist es sehr naheliegend, dass ein Reisender und eine Gruppe Bergverrückte sich doch mal das Himalaya anschauen möchte. Hi Buddies, ich bin der Kai. Ich bin Blogautor der Webseite Headshaker.de und poste dort seit 4 Jahren meine Erfahrungen in der Natur. Vom Herzen her möchte ich Landschaften erleben und Kulturen kennenlernen. Das ist meine Passion für mich geworden, dass ich blogge, Videos mache und selbst möglichst viel von dieser Welt mitnehme. So hat es mich auch schon in die verschiedensten Länder verschlagen, unter anderem Trekking-Touren in Schottland oder Island. Ich selber würde sagen, bin ein total Quasseltyp. Ich rede die ganze Zeit, ich rede alles, was mir durch den Kopf geht, jedes Gefühl, das ich empfinde. Ich bin jemand, der braucht es, sich mitzuteilen. Trotzdem denke ich, dass ich ein sehr umgänglicher Kerl bin. Ich bin sehr gespannt, wie die anderen mit mir zurechtkommen, auch wenn sie mich schon gut kennen, denn auf so einer langen Reise lernt man sich gleich noch mal ein bisschen besser kennen. Was soll ich erwarten? Himalaya. Ich weiß es ehrlich gesagt gar nicht so genau. Ich erwarte es wieder mal, möglichst viele, viele coole Leute auf dieser Reise kennenzulernen. Das ist für mich immer das Höchste. Und ich hoffe, dass wir uns nicht viel streiten. Ich hoffe, dass wir gut miteinander zurechtkommen, obwohl wir so verschieden sind. Und schöne, lustige Abende mit unserem Guide oder anderen Leuten auf den Hütten zu haben. Und das möglichst so lange, dass man jegliches Gefühl für Zuhause-Sein verliert. Das ist so mein Ziel. Der Benni. Jemanden, den ich letztes Jahr kennengelernt habe. Der Benni ist ein Kumpel von mir, ist schon seit einem Jahr. Wir haben uns über Facebook, über das Wandern kennengelernt und wir treffen uns fast jedes Wochenende zusammen und er ist der Admin von der bergsüchtigen Singles-Gruppe in Facebook und ein total umgänglicher Ruhepol-Mensch, der einfach kaum aus der Fassung zu bringen ist. Und mit ihm zusammen war ich schon in Marokko auf einem 4000er unterwegs. Hallo erstmal, ich bin der Benni. 3 Wochen Nepal-Reise. Es wird auf jeden Fall ein Abenteuer, das steht doch definitiv mal fest. Vor Höhenkrankheit habe ich gar nicht mehr so viel Angst. Wir haben jetzt ja schon den Jebel Tubkal gemacht mit über 4000 Meter. Also, ja, ansonsten wird es halt ein großes Abenteuer, was wir machen. Ich selber habe auch noch nicht so viele Tage am Stück gelaufen. Es wird dann also auch eine Herausforderung, irgendwo eine neue. Ja, schauen wir mal, was uns erwartet. Der Jay ist eigentlich ein ganz alter Freund von mir, den kenne ich schon seit Kindesalter. Und er ist eigentlich auch überhaupt gar kein Berggänger. Nein, ganz und gar nicht. Bis auf diese eine Erfahrung auf dem Glogenzer war der Jay eigentlich noch gar nicht mit uns zusammen wandern. Trotzdem ist er dabei, nämlich aus dem einfachen Grund, weil ich mir mit Jay schon vor einer langen Zeit vorgenommen hatte, eine Reise zu machen. Eine Reise dieser Art. Jay ist ein unglaublich lustiger Kerl. Er wird so die Stimmung heben, auch wenn es wirklich düster aussieht. Und ich denke, er ist auch absolut hart im Nehmen. Egal, was da kommt. Auch wenn er nicht ansatzweise weiß, was da wirklich auf ihn zukommt, wird er es einfach so nehmen, denke ich. Ich glaube, das wird ein ganz schöner Pappenstiel, die Reise. Ich bin mir ziemlich sicher, dass ich an ein oder anderen Kante an meine Grenzen stoßen werde. Ich freue mich aber auch unheimlich darauf, 3 Wochen lang einfach mal auf die andere Seite der Welt zu fliegen und einfach mal komplett woanders zu sein. So weit weg von zu Hause war ich noch nie, in meinem ganzen Leben nicht. Am meisten Angst habe ich, glaube ich, davor, nicht vor den großen Hürden, nicht vor dem Weitergehen, nicht vor dem Erschöpfen, sondern vor dem kleinen Kram. Vor dem scheuernden Schuh, vor dem umgeknickten Fuß, von dem ausgerissenen Zehennagel, von dem Durchfall. Diese ganze Kleinscheiß, der dich plagt und an deinen Nerven zehrt und dich kaputt macht. Was ich damit sagen will, ist, dieser ganze Kleinmist, der schwebt mir jetzt im Hinterkopf durch und ich hoffe so, dass mir nicht irgendwas aufscheuert, nervt und kribbelt. Aber ansonsten freue ich mich einfach nur auf das ganze Event. Die Kathi, ebenfalls über die Berggruppe kennengelernt, ist die Freundin von Benni. Und ich kenne sie jetzt auch schon seit einem Dreivierteljahr, würde ich sagen. Oder fast einem Jahr. Ich habe sie kennengelernt als eine etwas komische Persönlichkeit, die aber eine total liebe Seele hat. Jemand, der immer erst an andere denkt, bevor er an sich selbst denkt. Sie ist so der weibliche Part unserer Gruppe und ist immer zum Lachen aufgelegt, aber kann auch mal schlecht drauf sein. Vor allem ihre Vorliebe für Kuscheltiere ist bei ihr besonders bemerkbar. Naja, einerseits freue ich mich schon, andererseits sehe ich halt viele negative Dinge. Ich bin noch nie geflogen, ich war noch nie so lange im Ausland. Wer die Bären nicht vermissen, komm her. Der muss dann ins Hotel Oma gehen zu seinen Bärenfreunden. Ja, und sonst hoffe ich mal ein bisschen zur Ruhe zu kommen. Unsere Reise führt uns von Kathmandu in das Annapurna-Nationalgebiet. Annapurna ist ein 8000er, ein großer, berühmter, und die Umrundung gilt als ein ganz großer Trekking-Klassiker in diesem Land. So laufen wir über den höchsten Pass der Welt, den Thorong La, mit 5400 Höhenmetern und akklimatisieren uns langsam auf dem Weg dorthin. Tag für Tag werden wir kleine Etappen bergauf steigen, zwischen 400 und 600 Höhenmeter, und hoffen, dass es keinen von uns mit der Höhenkrankheit erwischt. Unser Guide Karna, der uns empfohlen wurde, wird er uns genau sagen können, wo wir am besten gehen, abseits der G-Pisten, sodass wir viel von dieser Reise mitnehmen. Und er ist unsere Versicherung, sollte einer von uns abbrechen müssen. Natürlich stellt sich die Frage, wie stellt man eigentlich so eine Reise auf die Beine? Das interessiert euch natürlich, wenn ihr das auch machen wollt. Deswegen erzähle ich es euch. Es fängt an mit der Flugsuche. Schon letztes Jahr Dezember waren wir auf der Suche nach einem günstigen Flug und schon da war es schwer, noch gute Plätze zu bekommen. Ihr könnt euch vorstellen, dass ein Flughafen wie in Kathmandu gefragt ist. Dann stellt sich natürlich die Frage nach den Unterlagen. Abgesehen von einem Visum, das man in Deutschland nur ganz schwierig erhält, benötigt man einen sogenannten Permit, um überhaupt in diesen Nationalpark rein zu dürfen. Und für das Visum braucht man Passbilder in ausgedruckter Form. Allein das spricht schon dafür, einen Guide zu beauftragen. Der fordert uns die Papiere für den Nationalpark an. Unser Guide, mit dem haben wir schon seit einem halben Jahr einen Facebook-Chat und schreiben immer hin und her, was uns fehlt. Es war allein schon ein Riesenproblem, diesen Mann zu bezahlen, denn das Geld wurde zwar von meinem Konto abgebucht, aber die Bank hat es ihm ein halbes Jahr lang nicht rausgerückt. Deswegen achtet darauf, wie ihr bezahlt und dass ihr rechtzeitig eure Dokumente bekommt und dass ihr viele Passbilder mitnehmt. Was wohl definitiv bei Nepal noch zu beachten ist und uns etwas Kopfschmerzen zerbrochen hat, ist natürlich die Frage nach der Höhenkrankheit. Man muss viel Wasser trinken, sich akklimatisieren, und das sind auch Ängste, die wir haben. Genauso wie es ja dieses Gerücht gibt von dem Essen, das vergiftet wird, damit die Versicherungen dort kassieren. Deswegen sollte man unbedingt Medizin dabei haben gegen starken Durchfall. Auch der Komfort, wenn man 3 Wochen dort läuft. Was ist, wenn der Fuß Probleme kriegt, dass man etwas dabei hat, ihn zu behandeln? Wie sind die Betten? Wo schläft man? Die Wäsche? Überhaupt? Wie kann man seine Geräte aufladen und wo? Die richtigen Impfungen für Nepal sind natürlich auch eine Herausforderung. Abgesehen davon, dass die Standardimpfungen aufgefrischt werden sollten, ist es notwendig, sich außerdem gegen Hepatitis A und B zu impfen, sowie Tollwut. Und eine Tollwutimpfung ist in Deutschland nicht sehr einfach, zumal man einen Arzt braucht, der einem das Rezept gibt, aber man auch eine Apotheke finden muss, die dieses Rabipur-Mittel noch zur Verfügung hat. Nachdem ich Dutzende Apotheken abgeklappert hatte, habe ich letztendlich doch eine gefunden, die das Mittel noch auf Lager hatte. Dann natürlich die Ausrüstung. Das ist die größte philosophische Frage, die wir uns überhaupt stellen. Auf was können wir verzichten? Und was würden wir bereuen, wenn wir es nicht dabei haben? Eines der wichtigsten Eigenschaften ist natürlich das Gewicht. Brauche ich dieses Objekt wirklich? Bin ich darauf angewiesen? So ist natürlich klar, dass man sich genauer Gedanken macht, was man mitnimmt. Trotzdem müssen die richtigen Sachen für die Kälte oben mitgenommen werden, wie zum Beispiel eine Daunenjacke, Handschuhe, eine Mütze, um der vollen Kältefront, die uns oben auf dem Pass begegnet, entgegenzutrotzen. Das ist nicht wegzudenken, genauso wie ein dicker, warmer Schlafsack, denn in den Lodges wird es ziemlich kalt. Was wir dafür nicht mitnehmen müssen, ist auf jeden Fall mal das Essen. Das bekommen wir überall. Es gibt überall kleine Restaurants und Lodges. Das Wasser kann nicht bedenkenlos getrunken werden, das heißt, wir müssen einen Filter mitnehmen und sind darauf angewiesen, uns Clean Water Stations zu suchen oder Wasserflaschen zu kaufen. Doch am Ende waren wir uns klar, was wir mitnehmen wollen. Die Reise konnte also beginnen. Immer ein bisschen mehr als die anderen, früher angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann, für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Luft von der Haut, Tropfen laufen laut. Lass ihn nicht ausreden, verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben. Ja. Das sieht schon aus, als könnte die wandern. So, unser dritter Mann ist da. Willkommen. Hallo. Ich bin die Julien da. Cool. Ja. Da geht nicht. Haben die gar keine Münzen? Nee, wir warten noch mal eben. Cheers. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da, ja. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und warte auf den Tag. Ja, wir sind in Istanbul am Flughafen. Der Flug hat wunderbar funktioniert, alles perfekt, die Airline ist super. Wir müssen jetzt noch ein, zwei Stunden warten für unseren Anschlussflug nach Kathmandu. Jetzt gibt es erstmal einen Kebab. Wir essen genau das Gleiche, was es im Flugzeug gab, aber in der Türkei. Die türkische Technik, da wird der Gerät hergestellt. Ich blickte aus dem Fenster und erkannte, wir waren da. Als wir unter die Wolkendecke flogen, sah ich das Chaos, das bereits auf uns wartete. Wir sind in Kathmandu gelandet, das ist 6 Uhr morgens. Die Luft hier ist ziemlich dünn, wir haben auch schon ein paar 8000er gesehen über den Wolken. Also hier die Luft ist total irgendwie so stickig irgendwie. Und mir deucht, das wird sehr indisch alles. Hinter uns ist eine riesen Anstehschlange, die stehen alle an fürs Visum. Da müssen wir uns jetzt auch anstellen. Yeah. This is my very good, comfortable place. Ersten Eindrücke von Nepal. Schießt los. Fragt lieber nicht. Kathi scheint nicht so begeistert zu sein. Ich meine, ich habe es halt so erwartet. Wunderschöne Stadt. So, nochmal ein letztes bisschen shoppen. Ein gelber Himmel begrüßte uns hier. Enge Gassen, unzählige Stromkabel, Räucherstäbchen und leise Musik. Und an jeder Ecke Trekking-Ausrüster. Wir waren in Kathmandu. Wir haben uns noch ein paar letzte Dinge für unsere Tour besorgt, zum Beispiel Schlafsäcke, und sind durch dieses Chaos geirrt, haben alle Geldautomaten getestet. Bis sich nachts das Leben in den Straßen füllte und Kathmandu in einem ganz neuen Charme erstrahlte. Ja. Weil da muss man genau in den Bottich mit den Äpfeln rein. Das ist sagen, das ist jetzt schon so gut. Wir haben auch schon ausgepackt. Jo, wir sind im Hotel. Trackers Home. Ja, alle sehr begeistert hier von den Betten. Was zur Hölle geht hier mit dem Scheiß aus ab? Yeah. Be sure. Another, you need another bus, okay? Besisahar, yes. This is... Guru! Kada bhai? Hello! Hello, namaste. Namaste. It's me, Karna. I'm your guide. I'm Kai. Nice to meet you. Hello. Right? So, these teams and... Benni hier beim Geldzählen, ganz stolz mit seinem neuen Buff. Mein Fitness? Und ein Fitness. Yo, you have money, you're rich. So, das war also unser erster Abend in Kathmandu. Wir steigen jetzt gleich in einen Bus und zusammen mit unserem Guide Karna, den wir ja gestern kennengelernt haben. Wir haben die Wahl gehabt zwischen Local Bus oder Tourist Bus, wobei der Tourist Bus etwas angenehmer ist und eigentlich genauso lange fährt. Also ich glaube, zum großen Unterschied macht das eh nicht. Deswegen fahren wir jetzt um 7:30 Uhr mit dem Touristbus nach Besisahar. This is Karna, this is our guide for Annapurna trail. Namaste, yes, I'm Karna. So I'm guide Nepal hiking tracks. Trotz des fünfstündigen Staus in Kathmandu waren die Eindrücke intensiv. Der ganze Dreck und wie das Leben darin stattfand, es wirkte so weit weg von unserer sauberen Welt. Der Bus war ein komplettes Abenteuer. Ich hatte nicht einmal Platz zum Sitzen. Und ständig schaukelte man hin und her. Das dauert so lange wie unser Flug, Mann. Der Flug hat länger, weniger gedauert. In Dumre musste dann alles ganz schnell gehen. Alles super gut drauf, überhaupt gar kein Stress. Unsere Etappe konnten wir vergessen, dafür war es schon zu spät. Zu lange waren wir unterwegs, die Sonne ging bereits unter. Wir sahen, wie Mädchen Wasserkrüge an den Dorfbrunnen füllten, wie schlicht und anders das Leben in den Dörfern war. Der Lebensstil so weit weg von all dem, was wir heute kennen. Ja, es ist voll dunkel. Random! Ja, es ist so, wir sind jetzt hier in Besisahar angekommen, ja. Und es scheint eigentlich schon... Eigentlich diesen blinkenden Weihnachtspuff da drüben einziehen, aber der hat keine Zimmer mehr. Ja, hier scheint irgendwie alles voll zu sein und da hinten gewittert's. Mal schauen, ob wir überhaupt noch einen Schlafplatz kriegen. Jetzt haben wir ja wirklich 12 Stunden Fahrt hinter uns. In Besi war es bereits dunkel. Wir fanden zum Glück ein kleines Hotel, dank Karna, unserem Guide. Es war einfach komplett voll. Die Hauptsaison hatte begonnen. Wir fragten uns, was uns wohl morgen erwarten würde. Also nach der 12 Stunden Busfahrt heute sind wir ganz schön fertig. Jetzt steht uns leider das Thema bevor. Wir wollten eigentlich heute schon den ersten Track gehen. Das heißt, wir müssen morgen 2 Etappen gehen. Das sind 26 Kilometer und ja, mal schauen. We will made it tomorrow. Ja, wir hätten eigentlich um 12 ankommen sollen. Ja. Spaß gemacht die Busfahrt, oder? War mega gut. Es war so. Mir ist die Busfahrt fast nicht auf den Sack gegangen. Ich habe mir hingehauen, habe Genickerchen gemacht. Die anderen hat es halt gequält. Für die war es wahrscheinlich so ein bisschen wie in der Tupperdose in der Waschmaschine zu sitzen. Aber ich habe einfach durchgeknackt, ein bisschen Musik gehört. Ich fand's. Ja. Natürlich wäre es mir auch lieber gewesen, schneller anzukommen, aber im Großen und Ganzen. Auf 700 Höhenmeter marschierten wir schließlich los. Die ersten Schritte eines langen Trails. Noch hatten wir nicht den Eindruck, im Himalaya zu sein. Grüne Hügel, ein reißender Fluss, Tiergeräusche aus dem Dschungel, Riesenspinnen und einheimische kleine Dörfer begleiteten uns. Wir marschierten auf der Straße nach Manang und ständig überholten uns Transportfahrzeuge und Jeeps. Dies waren die berüchtigten Jeep-Pisten. Bist du der Patrick? Hallo, wir sind hier in Innsbruck im Salzbergwerk. Hier ist wunderschön, es geht ganz tief runter. Wir schauen uns gleich die Salzstollen an und die alten Minenwagen. Ja, das ist Dalbat. Nach dem Tunnel von Bulbula eröffnete sich langsam, aber sicher eine Berglandschaft. Und hier lernten wir unser 5. Teammitglied kennen, die Alex. Hier unser 5. Teammitglied jetzt, die Alex. Wink mal. Hey. Alleinreisende, Essenerin und sie ist hier zum Trekking. An vielen Stellen war die Straße zerstört und durch Wasser überflutet und man kam nur sehr beschwerlich über die Passage. Es war schwül, heiß, trocken, die Sonne brannte erbarmungslos. Langsam aber sicher brannten die Füße. Der Weg schien kein Ende zu nehmen. Auf der gegenüberliegenden Seite konnten wir den Originalwanderweg sehen, doch mussten wir über die Jeep-Pisten laufen, denn sonst hätten wir es zeitlich nicht hinbekommen. Und ständig überholten uns laute Fahrzeuge. Wir kommen wohl nicht durch. Noch ein paar letzte steile Serpentinen bergauf und wir sahen Jagat. Jay. Ja. Oh Gott. Ja. Alter. Leute, nein, nicht auf meine Titten halten. Oh. Ja, also wir sind heute von Besisahar bis nach Jagat gelaufen. Das waren jetzt 31 Kilometer. Ende. Also wirklich, das war, keine Ahnung, die ganze Zeit Jeep-Pisten gegangen. Jetzt brauchen wir Schokolade und Bier. Die Kamera ist ausgegangen. Die sind geil. Das ist so wie Gyoza. Ja. Der Bagger hat gerade das Haus zerstört. Guten Morgen hier zusammen aus Jagat, mitten im Himalaya. Nacht war ein bisschen kalt, weil es keine Decke gab. Hätten eigentlich den Schlafsack verwenden müssen. Naja, und jetzt laufen wir halt eben die zweite Tourenetappe und die geht nach Dharapani. Und da gehen wir durch tiefe Schluchten hindurch, bis auf 1900 Höhenmeter hinauf. Also wir haben einen Gesamtaufstieg heute von ungefähr 1000 Höhenmeter. Und ja, bin ich einfach voll gespannt, wie das heute läuft. Schauen wir mal. Bei strahlendem Sonnenschein ging's hinein in die Berge. Durch die tiefe Schlucht hindurch, wo uns ein Wasserfall überraschte. ging es abseits der Straße weiter. Aber diese Brücken sorgten für ein mulmiges Gefühl. Entlang des tropischen Waldes war es immer noch heiß und trocken. Ein paar Weißkopfäpfchen entspannten sich hier auf einem Baum. Die Einheimischen verwunderten mich immer wieder, wie offen und gastfreundschaftlich sie doch waren. We are in border of, between border of Manang and Lamjung. So from here to way down is the Lamjung district. Now we are entrance to Manang from here, beginning from Manang. Erste Gebetsmühlen verruhten. Wir kamen der spirituellen Höhe langsam näher. Üblich, dass man lange aufs Essen wartet. Denn kommen Gäste, wird die Küche extra in Gang gesetzt und persönlich für einen frisch gekocht. Die Lebensgrundlage der Leute hier. Wir mussten doch staunen. Marihuana wächst hier wie Unkraut. Kurz vor Dharapani mussten wir doch noch einmal zur Jeep Road wechseln. So, Alter. Wir haben hier weiche Betten. Alter, schau dir das an. Schau dir das an. Das gibt's ja gar nicht. Nicht mal in Kathmandu. Nice. Aber immer noch keine Decken. Also das war unsere zweite Etappe sozusagen. War heute auch wieder eine interessante Tour, mal nicht immer auf den Jeep-Pisten zu laufen. So ein bisschen. Und so die ersten 5000er konnten wir jetzt gerade noch sehen. Also das ist sehr interessant. Arsch. Ja. Schau mal, wie das ist. In diesem Land wächst Marihuana am Straßenrand wie Unkraut. Es gibt mehr als Bob Marley und seine gesamte Volksstadt brauchen könnten. Das war hier wirklich ganze Plantagen. Sehr interessant. Ja. Overnight here, no Manang, no. We go from different way to go. Yeah. Wir sind jetzt hier in Dharapani und würden heute unsere dritte Wanderetappe in einer großen Annapurna-Runde laufen, nämlich nach Chame. Dazu steigen wir jetzt auf 2600 Meter rauf, haben wieder einen 12 Kilometer Marsch oder mehr eigentlich, 15. Ja, und werden heute wohl die ersten großen Berge zu sehen bekommen, deswegen bin ich gespannt. Das Gewicht unseres Rucksacks schien bereits nachgelassen zu haben. Zumindest hatten sich unsere Körper daran gewöhnt. In Dana Q gab es eine riesige Gebetsmühle und viele weitere tibetanische Symbole. Ist es laut mit Shoes? Ja, das ist ein Riesenteil. Dreimal im Uhrzeigersinn drehen. Soll Glück bringen für die weitere Reise. Mitten durch den Wald voller Rhododendronbäumen ging es jetzt 500 Höhenmeter steil bergauf. Ich erstarrte manchmal angesichts dieser hohen Berge, schroffe Riesen, wo es sonst nichts mehr gibt. Der Aufstieg hier ermöglichte es uns zum ersten Mal, einen so tollen Blick zu erhaschen. In Chimang war der Aufstieg geschafft. Wir machten eine Pause und trafen ein deutsches Pärchen, das auf einen Chulu-Gipfel wollte. Jetzt änderte sich die Vegetation plötzlich. Die Hitze war verschwunden, es wurde kühl und auch der Wald wirkte plötzlich viel mehr wie ein deutscher Nadelwald. Die Tiergeräusche verstummten. Eine Kluft trennte uns vor einer ganzen Reihe bewaldeter Berge. Wir vergaßen langsam unseren heimischen Alltag und marschierten jeden Tag weiter in die hohen Berge eines fremden Landes. Momente wie diese, die uns prägten, die ein Teil unserer Freundschaft wurden, die das Leben doch so lebenswert machen. So, wir sind jetzt hier in Chame angekommen. Das ist ein ziemlich großer Ort im Vergleich zu den anderen. Gab sogar einen Supermarkt und einen Laden. Und wir haben hier wieder die ultra komfortablen Hütten. Aber ich glaube, heute Nacht wird es dann mal Zeit für einen Schlafsack, weil es war schon letzte Nacht saukalt. Und oh ja. Ja. Wobei, wir haben letzte Nacht an einem Wasserfall verbracht und der dürfte auch einiges an der Kälte mit zu tun gehabt haben. War heute wieder ein recht langer Weg, aber wir sind schneller als gestern auf jeden Fall. Man kommt halt so langsam rein ins ganze Trekking und der Komfort lässt hier nicht zu wünschen übrig. Also wir haben hier auch wie immer noch WLAN und jetzt gibt es sogar eine richtige Toilette mit Schüssel. Und ja, jetzt machen wir noch ein bisschen Abend hier verbringen. Es kehrte ein Reisealltag ein, aber dennoch waren die Ratten auf den Dächern, die Loch-WCs und das eisige Wasser in den Waschräumen immer wieder eine kleine Überwindung. Wenn man sich bewegt, desto flauschiger wird er. Das geht schon ein bisschen auf das Zeug. Hallo. 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 Ja, hier ist warm. Draußen ist nämlich scheiße kalt. Wir tranken das letzte Bier für eine lange Zeit, denn ab morgen würde es über die 3000 Meter hinausgehen. Wer als erstes keine Karten hat, der seine Karte als erstes mal los wird. Ja, okay. Und wir machen jetzt einfach mal ein Beispiel. Und ich greife jetzt sozusagen Kathi an und Kathi muss jetzt meine Karte schlagen. So. Ich lege jetzt eine 3 hin. Darf ich die aufnehmen? Was darfst du? Drum? Also ich muss sowieso. Füße sind schon gut eingelaufen, würde ich sagen. Und es ist auch schweinekalt geworden heute Nacht. Uns ist gestern klar geworden. Richtung Manang könnte es wirklich so bis, ja, also angeblich Minusgrade schon haben. Und das ist so Bisschen beunruhigend, aber gut. Das ist alles eine Frage der Kleidung. Vielleicht rüsten wir noch nach. Auf jeden Fall marschieren wir heute eine Tagesetappe nach Pisang, beziehungsweise Upper Pisang, wo wir auch ein buddhistisches Kloster auch anschauen können dann. Und ja, mal sehen. Im Angesicht von Lamjung Himal, dem ersten Giganten, den wir von solcher Nähe sahen, zogen wir los. Chame, der lebendige Ort, war Ausgangspunkt der meisten Trekker. Heute stand uns eine landschaftliche Veränderung bevor, nachdem wir einen heiligen Berg passieren würden. Unzählige Gebetsfahnen und Mani-Steine zierten den Ortsausgang. Der uns durch ein prächtiges Churtetor führte. Hinaus in die Berge. Wieder ließen wir einen Ort zurück und marschierten weiter. Große Wolkenschwaden durchdrungen die Schatten der 4000er um uns herum. Der Gedanke daran, auf einem scharfen Grat dieser Berge zu stehen, machte mir schon eine Gänsehaut. Dort hinauf führte kein Wanderweg. Heute begegneten wir ständig anderen Trekkern und staunten über die Porte, welche Lasten sie auf ihrem Kopf schleppten. Der heilige Berg Heavens mit seiner perfekt glatten Rampe erhob sich wie eine Wand vor uns. Als ob man nach Tagen am Ende des langen Tals angekommen war. Die Toten der Einheimischen werden an dessen Fuße gelegt, damit ihre Seelen über die Rampe besser zum Himmel aufsteigen würden. So der Glaube. Am Ende des Waldes eröffnete sich dann eine neue Welt. Die Hochwelt über 3000 Metern. Das Manang-Tal. Wir waren tief im Himalaya angekommen. Hier gibt es nur noch vor oder zurück. Zwischen den Giganten des Annapurna-Gebirges. Und doch fühlte ich die Idylle. Ich fühlte Ruhe. Endlich waren wir angekommen. An einem Hang über Pisang befand sich ein buddhistischer Tempel, dessen Messe wir heute nicht verpassen wollten. Wo gehen wir heute hin? Heute gehen wir nach Ngawal. Ngawal oder Nawal. Doch, Nawal. Nawal, auf jeden Fall 3500 Meter. Die ersten Höhen. 3,6. Ja, es hat heute Nacht ein bisschen geschneit, aber nicht bei uns, sondern ein bisschen über uns. Aber jetzt wird es dann spannend. Jan, was kochst du uns heute? Ich mache heute mein eigenes Süppchen. Ja. Sofort erstarrten wir beim Anblick des noch 4000 Meter über uns aufragenden Annapurna-Gipfels, an dem sich gerade eine Lawine ihren Weg nach unten bahnte. Ließ ihn fort, ich hatte Durst, der neue Krieg, der ist mir Wurst. Und schon gar nicht für den König, der da bangt um seinen Thron. Mitten im trockenen Wald befand sich ein alter Schrein voller Mani-Steine. Es hätte hier nicht schöner sein können. Immer wieder verharrte ich beim Anblick des gigantischen fast 8000ers. Man sah ihn klar vor sich. Doch konnte ich dessen Ausmaße einfach nicht begreifen. Ein Abzweig nach Norden führte uns nun 500 Höhenmeter auf lehmigen Serpentinen nach Ghyaru hinauf. Hier oben, in einem alten, ursprünglichen Dorf, unter Tausenden im Sturm tanzender Fahnen, zwischen einer alten Pagode, die neben einem Nussbaum errichtet worden war, und den über allem thronenden Berg. Dort war das Nepal-Feeling nun wirklich perfekt. Are you the Karna? Pixar? Oh yes, I am. That's cool. That's great. Ab jetzt waren wir wieder allein. Nur den Wind hörten wir. Wir folgten einen Panoramaweg, der seinesgleichen suchte. Man sah sie alle, Annapurna 2, Chulu, Pisang Peak, Annapurna 3, selbst Manaslu. Hier verlor ich langsam jeden Gedanken und mein Kopf wurde frei. Frei von allem. Als wir dann das hintere Manang-Tal erblickten, überkam mich ein Gefühl des Zufriedenseins. Mit meinen Freunden einen der schönsten Wege der Welt zu gehen. Was konnte man sich mehr wünschen? Haha, Bauch. So ließen wir etwas als Andenken zurück. Dann erschien plötzlich Ngawal vor uns, dem wohl schönsten Ort unserer Reise. Noch ursprünglicher und voller Symbole des Glaubens. So ruhig. Nur ein paar Yaks irrten umher. Könnt ihr euch vorstellen, dass es hier so auf 3700 Meter aussieht? Also ich konnte es bisher nicht. Wir sind hier wirklich hoch und hier wächst ein Riesenbaum. Und ja. Ja. Alter, jetzt riech ich dich. Das war heute mit Abstand die heftigste, also landschaftlich die beeindruckendste Tour, glaube ich, ever. Also abgesehen vom großen Annapurna, was sich dieses Tal da auftut und in diesem Dorf darum zu laufen, das war einfach wow. Ich bin wirklich geflasht von Nepal jetzt. Die Temperaturen fielen unter Null und die Schlafsäcke machten sich nun langsam wirklich bewährt. Ein gemütlicher Abend am Ofen rundete den tollen Tag nun schließlich ab. An diesem Abend trafen wir eine wichtige Entscheidung, denn wir wollten den Annapurna Trail verlassen. Wir wollten versuchen, den Tilicho Lake noch mitzunehmen. 3 weitere Tage würde dies kosten. So, wir haben dann schon den ersten Diamox-Einsatz. Nimmt sie jetzt schon? Ja, leichte Symptome mit unserer Kathi. Heute kommen wir endlich nach Manang, eigentlich der Ort, der schon seit dem ersten Tag ausgeschildert ist, wo die Jeep Roads enden, von wo aus es wirklich spannender wird. Und, aber wir bleiben nicht in Manang, wir gehen noch weiter, weil wir dann unseren Plan ein bisschen geändert haben und statt dass wir direkt weiter Richtung Pass marschieren, machen wir noch einen Schwenker und besuchen noch den Tilicho Lake, den höchstgelegenen größeren See der Welt, auf fast 5000 Meter. Im strahlenden Antlitz von Annapurna 3 wanderten wir aufgeregt vom Bergdorf Ngawal zurück in das Tal, nach Manang. Kalt sind die Nächte geworden, dünn die Luft. Sehr viel Wasser mussten wir trinken, besonders Kathi. Hier mal ein kleines kurzes Zwischenmemo. Es ist halt wirklich so, dass ich gestern diesen einen Moment hatte, auf den ich schon lange gewartet habe. Dieser Wunsch danach, nur von dem Erlebnis und der Landschaft eine pure Gänsehaut zu bekommen. Das ist etwas, was ich auf all meinen Reisen und so gesucht habe, aber nie in so einer Intensität gespürt habe, wie gestern, als wir über dieses Manang-Tal geblickt haben. Und es war wirklich so atemberaubend. Das war schon, es hat überall im Körper gekribbelt und man hatte leichte Tränen in den Augen. Und das ist sehr emotional jetzt, ja, aber das war es halt wirklich. Vor allem, wenn man es halt mit seinen Freunden erleben darf und halt in dem Moment einfach alles gestimmt hat. Und man vergisst langsam, wo man ist, welcher Wochentag ist, wie lange man unterwegs ist, wie lange es auch insgesamt noch dauert. Das spielt alles keine Rolle mehr. Man lebt nur noch Tag für Tag in dieser Landschaft hier. Und das ist einfach, ich könnte es ewig machen, glaube ich. Ja, jetzt haben wir ein bisschen Probleme mit der Höhe bekommen bei der Kathi. Jetzt schauen wir, dass das alles wieder passt, aber liegt noch eine einige Zeit vor uns. Wir haben noch gute 6 Tage oder 7 Tage, bis wir überhaupt über den Pass gehen. Wir sind also noch sehr lange auf dieser Höhe. Wir sind ja jetzt auf 3600 oder sowas. Trekking-Alltag, Freiheit, Freundschaft. Still wanderten wir und doch das Herz voll Glück. Keine Luft zum Reden. Dafür mehr Zeit zum Sehen. Immer beeindruckender zog sich die Bergkette entlang unseres Weges. Neue Berge tauchten am Horizont auf. Befindet sich dort der Pass? Die Yaks und Blue Sheeps waren nun überall zu finden. Wir liebten sie. Kloster, Fahnen, Schörtepagoden, Manisteine und Gebetsmühlen weisten unseren Weg ins Zentrum. Manang, der lang versprochene Ort. Kleiner als ich erwartet hatte. Bauern auf ihren Feldern, Shops, eine Bäckerei und große Gasthäuser gab es hier. Perfekt für einen Akklimatisierungstag. Doch mit Gangapurna im Augenwinkel verließen wir den Ort wieder. Und dann verließen wir den Trail in Richtung Tilicho Lake. Hier waren keine Trekker mehr zu sehen. Das Zweigtal zur Great Barrier gehörte uns alleine. Wir waren sehr langsam geworden. Das Atmen fiel immer schwerer. Ein scheinbar verlassener Ort, nur ein Yak. Wir waren in Khangsar. Willkommen zu Khangsar. Ja, wir sind jetzt hier in Khangsar, völlig verlassen in einem sehr spartanischen Hotel. Das sieht ein bisschen aus wie eine Baustelle, aber es ist super. Wir sind hier komplett allein, haben hier ein Zimmer vor uns, machen hier jetzt gerade noch Abendessen und trocknen unsere Wäsche. Ja, wir sind heute vom Trail runtergegangen. Wir machen jetzt den Tilicho Lake Trail zusätzlich. Und es ist heute wärmer geworden, nicht mehr so scheißkalt wie gestern. Der Wind ist nicht mehr so krass und ja, so geht's jetzt weiter. Ich möchte an dieser Stelle etwas zu Karna sagen. Er war wirklich eine großartige Hilfe auf unserer Tour. Er half uns, wo er nur konnte und verlangte nichts dafür. Er reservierte jeden Tag die Schlafplätze für uns, half in der Küche mit den Bestellungen, erzählte uns alles über sein Land, seine Familie, seine Kultur und war für jede Frage offen. Hatten wir eine verrückte Idee, zum Beispiel Manang ein Pferd zu mieten, rannte er einfach los und erkundigte sich, ob dies möglich war. Einen besseren Freund hätte man in Nepal kaum finden können. An diesem Abend saßen wir zusammen mit den Leuten aus dem Dorf und der Familie der Arbeiter um den Ofen herum und sangen ein Lied, Ressam Firiri, ein Nationallied für die Trekker. Ressam Firiri, Ressam Firiri. Auf dem Weg zum Tilicho Lake haben wir kaum noch Leute und Mitwanderer. Auch das Hotel ganz allein für uns gehabt. Ja, und jetzt laufen wir heute die Etappe hoch über die magischen 4000 Meter zum Tilicho Basecamp. Genau, und das wird halt wegtechnisch dann heute auch mal interessanter, weil es hier sowieso keine Straßen mehr gibt, noch keine Ortschaften mehr. Also richtiges Wandern. Hinter Khangsar eröffnete sich das Zweigtal, dessen Berge jetzt unser neues Ziel waren. Kurz vor den 4000 Metern entdeckten wir Thorong, ein sehr altes buddhistisches Kloster. Ein Altar wurde zu Ehren des Dalai Lamas errichtet, der einst das Kloster besuchte. Es wurde gerade restauriert, ein weiter Arbeitsweg für diese Leute. Herzlichen Glückwunsch, Mädels. 4000 Meter Marke. Echt jetzt? Der Höhenweg führte immer weiter in das verlassene Tal. Auf über 4000 Metern, nun kaum mehr Vegetation. Doch den Blick in Richtung Great Barrier unabgewendet. Nach einem weiteren Aufstieg erschien Khangsar Kang. Good. Dann erreichten wir die Landslides. Ein erstmals alpiner Weg, der etwas Trittsicherheit verlangte. Man musste aufpassen, nicht abzurutschen und auf herabrutschende Felsen achten. Die durch Winderosion feingeschliffenen Felszacken auf dem steilen Geröllfeld sahen unwirklich aus. Sehr beeindruckend. Ich dachte eigentlich nicht, dass dort wirklich die Pferde nicht abrutschen und so, weil es war schon ganz schön. Boah. Im Tal dahinter das Basecamp. Quartier auf über 4000 Metern. Wir sind jetzt hier im Basecamp angekommen vom Tilicho Lake. Schlafplatzhöhe auf 4200 Meter erreicht. Unsere zwei hier im Zimmer sind ganz schön erledigt. Der Weg war heute auch ein bisschen alpiner. Ein bisschen interessanter, aber eigentlich war es eine ganz kurze Etappe. Naja, und morgen werden wir recht früh dann aufbrechen, um noch die letzten 3 Stunden zum Tilicho Lake hochzugehen. Das sind dann nochmal ein paar Höhenmeter. Hier ist ein bisschen teurer, hier gibt es nicht viel, hier gibt's keinen Strom, aber sonst ist der Komfort eigentlich noch immer super. So, die erschöpfte, geschwächte und halbtote Wandergruppe stärkt sich wieder für neue Taten. Kathi? Ja? Was ist los? Nix. Gehen wir zu den Pferden. Gehen wir zu den Pferden? Ja. Okay. Ja, weil jetzt halt da draußen die ganzen Yaks rumrennen, haben wir halt voll Bock jetzt gerade irgendwie auf Yak-Burger. Aber wir wissen es nicht. Und der arme Karna, der muss draußen in so einem Zelt schlafen. Die arme Sau. Ey, die machen hier echt was mit, die Nepalis. Yeah. Oh, that's nice. Looks quite comfortable. Yeah. Morgendlicher Aufbruch zum Tilicho Lake. Es ist jetzt 4:30. So, let's go. In tiefster Nacht war der Boden gefroren. Nur dünne, kalte Luft zum Atmen und das Ziel vor Augen. Wenn du dort rausgehst, um deine Identität zu leben und sie dich an deine Grenzen bringt, dann spreche ich von Freiheit, von Freundschaft und von süßem Leid. Jay, der bereits leichte Grippe hatte, kehrte um. Doch wir alle mussten kämpfen. Winzige Schritte, Kopfschmerzen, körperlicher Stress. Dort oben haben wir einen neuen Horizont überschritten. Eine Mischung aus Euphorie und Erschöpfung. Wir waren am höchsten See der Welt, auf 5000 Metern angekommen. Eine kleine Lawine vom Tilichu Peak. Jo, wir sind jetzt wieder unten, waren jetzt auf dem Tilichu Lake, der höchste See der Welt. Aber man muss echt sagen, 5000 Höhenmeter, das ist nochmal eine ganz andere Nummer. Das haben wir heute echt zu spüren bekommen, wie knackig das doch ist, wie dünn die Luft da wird auf der Höhe. Da werden wir am Thorong La auch echt ordentlich zu kämpfen haben. Wir sind jetzt schon ganz schnell erledigt, müssen aber jetzt noch die gestrige Etappe auch wieder zurücklaufen. Benni, easy going heute, oder? Easy going. Durch den Aufstieg waren wir bereits gut erschöpft. Trotzdem machten wir uns gegen Mittag bereits wieder auf den Rückweg in Richtung Manangtal bis nach Sri Kata. Ja, nicht auf. Doch, die beiden unterhalten sich nämlich gerade übers Eis. Nein. Schokolade, Eis und Süßigkeiten. Du siehst gut aus. Mhm. Oh, siehst gut aus. Also verhältnismäßig. Jay, wo ist mein Krokantbecher? Gib. Hocken wir hier alle schön abends beim Feuer. Ich habe jemanden gefunden, der kennt mich über Facebook, total lustig. So, jetzt bist du Teil davon. Ja, jetzt warten wir aufs Essen. Boah, das rieche ich ja bis hier. Julian! Heute geht es wieder zurück auf den Track, zurück auf den Annapurna Circle. Wir laufen heute die Etappe nach Jakarta. Das ist eine relativ kurze Etappe, aber da wir eh auf über 4000 Meter sind, ganz gut. Uns geht es insgesamt, wir sind alle ein bisschen K.O., ziemlich angeschlagen, auch wegen der Höhe. Jay ist auch ein bisschen am Kränkeln, haben alles ein bisschen Erkältung. Ja, müssen wir halt schauen, wie es weitergeht und dass wir da irgendwie fit genug für den Pass dann sind, der dann übermorgen stattfindet. Khangsar war eine Geisterstadt, schon lange der Witterung verfallen. Nach 2 Nächten über 4000 Meter bemerkten wir die durchgängige Erschöpfung. Zum Glück war die nächste Tagesetappe nach Jakarta aber eher kurz und es ging mehr bergab als bergauf. Eine herbstliche Idylle. Einsamkeit auf dem beschwerlichen Höhenweg. Unser Weg führte uns um den Berg herum und wieder hinab zum Seasonal Trail. In voller Pracht erblickten wir wieder das Manangtal. Man sah das Ende des hinteren Tals und dessen schroffe Berge. Unsere größte Prüfung kam ab jetzt sichtbar näher. Ein steiler Abstieg zum Fluss folgte. Hinter der Brücke bergauf zum Circle Trail. Eine Qual heute. Wir waren alle krank. Leichte Grippe und Erkältung mit Kopfschmerzen. Wie froh wir waren, das Jagddorf endlich erreicht zu haben. Also, wir sind heute einmal durch den Bayerischen Wald gelaufen, eine kleine Waldführung gemacht. Heute Nacht übernachten wir im Gutshof Schlossstetten, alles noch aus Stein gebaut und ein bisschen Holz auch noch. Ist wirklich, wirklich schön gemacht, bloß ein bisschen kalt, man muss sich halt dran gewöhnen. Wir bleiben heute einen Tag hier, haben wir gerade entschieden. Ungefähr jeder von uns ist krank. Ja. Könnt ihr mal schön die Runde angucken, die schauen alle so richtig im Arsch aus. Hallo. Hallo. Nein, es sind keine Clowns, die haben nur so auf dem Schnupfen. Nein, eigentlich liegt es an Karna, der kann nicht mehr, der ist schon komplett kaputt. Ja. Der sagt, wir müssen jetzt einen Tag Pause machen. Der will einfach auch nicht mehr. Ja. Ja. Wir gehen morgen weiter. Oh. Oh. Erzähl uns mal, wie es dir heute geht. Ich möchte heute nicht gehen. Nein? Nein. Warum nicht? Der Julian war ganz gemein zu mir gestern. Der Julian. In diesem Zustand würden wir es über den Pass nicht schaffen. Es war die einzig richtige Entscheidung. Trotzdem hatten wir aber natürlich Bedenken, ob wir in 2 Tagen bereits fit genug für die Passüberschreitung sein würden. Dieses Dorf blieb uns allen am stärksten in Erinnerung. Gut, dass wir die Puffertage hatten. Jetzt waren wir schon fast ab 3-4 Tagen auf über 3.500 bis 4.000 Höhenmeter. Ich habe mir nur gedacht, oh, leider, sie wird gern so schnell wie möglich über den Pass. Wir genossen den Krankenstand mit Ruhe und literweise Zitronentee. Und trotzdem schlauchte uns die Höhe und die nächtliche Kälte. Und dennoch mussten wir uns vorbereiten für die nächsten Tage. So blieb die Wäsche nicht aus. So, Connor has his lunch. Yeah. And he loves to eat dal bhat. Karna, what do you think about our journey, our group? Do you like us? Do you like the journey? Very much, very much. I like very, yeah. So you are so friendly, so yeah. Yes. What about Yakarta? Yakarta. Is something special about this place? Yes. Yakarta is, you know, the one of the yak palm, because here was the palm, so that is called the yak kalka. It's a nice place here, yeah. For 4,000 meters? Yeah, 4,000, yeah. Okay. Yes. Keiner wusste, ob wir es jetzt noch schaffen würden. Wir sind alle noch ziemlich im Arsch. Also wirklich gesund ist hier keiner. Wir schleppen uns jetzt trotzdem mal weiter auf Thorong Phedi. Nochmal 500 Höhenmeter weiter und das ist dann der letzte Stop vor dem großen Pass. Zum Basecamp war es nur eine kurze Etappe. Trotzdem kamen wir nur im Schneckentempo voran. Hier draußen gab es fast nichts mehr, außer ein paar Blue Sheeps und Yaks. Wir redeten kaum mehr, konzentrierten uns einfach auf den Weg und auf unsere Kräfte und grübelten wegen des morgigen Tages. Das Ende des Tals kam schließlich näher. Thorong Phedi, eingekesselt von Kalkwänden. Es war hier viel los, die letzte Bastion vor dem großen Ziel. Nice. Es war jetzt nur eine Halbtagestour und 500 Höhenmeter, aber ich bin komplett im Arsch. Und wir sind alle krank. Nepal! Wir sind jetzt hier auf dem Thorong Basecamp angekommen, 4500 Meter hoch, voll die Reggae-Bude hier am Laufen, mit einer Südafrikanerin, die mit einem Nepalesen verheiratet ist. Das ist ein echt cooler Laden hier, hätte man nicht gedacht. Jay macht jetzt noch eine kleine Akklimatisierungstour, weil er eben nicht am Tillage Lake oben war. Benni, das ist so lala, ich bin auch so lala. Alex, ich schaue mich gerade sehr begeistert an. Ja, es wird eine harte Nummer. Wir starten morgen früh um 4 in der Nacht, in der Dunkelheit. Und müssen die 1000 Höhenmeter darauf zum Pass auf 5500 Meter raufgehen. Ich kann mir sogar vorstellen, dass wir es eventuell nicht schaffen. Aber wir versuchen es einfach. Wir haben jetzt hier nochmal die finalen Diskussionen wegen morgen. Wir sind alle etwas angespannt und sind uns auch einfach wirklich nicht sicher über den Erfolg des morgigen Tages. Wir reden hin und her, aber im Endeffekt ist es nur eine Frage der Philosophie jetzt, wie wir das morgen überstehen. Seit Mitternacht lag ich wach, unfähig zu schlafen, zu aufgeregt, es hinter mich zu bringen. Minus 10 Grad Celsius brannten an den Fingern. Eine Stunde und 400 Höhenmeter in der Dunkelheit bis zum Highcamp. Wie viel war es? 5 Uhr. 5:30 Uhr, wir sind jetzt auf 4900 Meter, fast hoch wie Tillage Lake. Machen die erste Teepause hier im Highcamp. Ich wollte es einfach nur schaffen, nicht wieder umkehren und hinter dem Pass endlich wieder mehr Luft haben. Nur das Ziel vor Augen, nur durchhalten, weitergehen. Außer Geröll, Staub, Wind und Schnee gab es hier nichts mehr. Eine bedrohliche Landschaft. Karg, gewaltig und eindrucksvoll. Wir sind im Teehaus angekommen. Tee, Hot Lemon. Ich kann nur sagen, ja, die Sonne ist jetzt da, jetzt hoffentlich wird es endlich wärmer, weil Füße und Hände sind schon komplett abgefroren. Aber es ist so heftig, auch nur einen Meter bergauf zu gehen hier. Die Luft ist so dünn, man kriegt echt kaum Luft, man muss jedes Mal nach Luft ringen. Es ist echt abartig. Wir haben jetzt noch 2,5 Stunden vor uns. Der Weg voller schleichender, erschöpfter Wanderer bis zum Horizont. jeder Höhenmeter eine Challenge. Wir machten Atempausen, alle 5 Minuten. Kaum zu glauben, dass wir mal singend auf 700 Höhenmeter loswanderten. Durch Dschungel und Flüsse im Schatten von Bergen, die jetzt weit unter uns lagen. Wir waren im Himalaya, ganz weit oben, höher als alles in Europa. So viel hatten wir gesehen und durchquert. Heute würde es enden. Fast ganz oben. Keine Kraft mehr im Körper. Doch im Herzen das Glück. Wir werden all diese Orte vermissen. Doch sind sie ein Teil unserer gemeinsamen Geschichte geworden. Eine Geschichte, die ewig währt. Ein 6000er vor uns, der fast klein wirkte. Wir konnten den Pass schon fast schmecken. Und nach endloser, karger Landschaft dann endlich der Pass. Perfekt, thanks. Okay, one moment, please. Ohne Scheiß, Leute, wir sind hier. Krieg was? Für den Preis. Ich will ihn gerade echt küssen. Das überlassen wir lieber unser Bett. Das ist also klettverschlussartig. Alles ekelhaft. Ja. Wir sind am höchsten Pass der fucking Welt. Wir sind am Thorong La angekommen nach wie vielen Tagen? 12, 13, 14? Ich hab keine Ahnung. Ich glaube 12 Tagen. Ja. So, voll geil, wir sind auf 5450 Höhenmeter angekommen. Hier der Thorong Peak, hier der Benni. Hallo. Ja. Jetzt haben wir nur noch 3 Stunden Abstieg nach Muktinath und damit ist der Trail einfach geschafft. Not a high mountain. That's over 8,000. That's really? That mountain is called Dholagiri. Oh. Yeah. Auf der anderen Seite tat sich eine neue Welt auf. Unerwartet, aber doch da. Neue Berge, neue Täler, ganz anders. Wir ahnten es schon. Die Strapazen waren hier noch lange nicht vorbei. Jetzt hieß es 1700 Höhenmeter Abstieg. Ja, bis ganz dort unten runter. Nach stundenlangem Abstieg brannten die Füße schließlich. Wie beeindruckend es war, plötzlich Muktinath wie eine verborgene Wüstenstadt unter unseren Füßen zu erblicken. Eine Klosterschule für Frauen. Muktinath gilt als Wallfahrtsort für die Hindus. Besonders viele Inder pilgerten hierher, zu dieser besonderen und heiligen Stätte. Morgen hieß es Abschied nehmen. Es ist endlich soweit. Nach vielen Tagen. Ein Bier. Du musst mitdenken. Wir haben uns jetzt, also mindestens 6 Tage haben wir uns jetzt vegetarisch ernährt und kein Bier getrunken. Also die Zeiten sind vorbei. Und da ging es ihm dann wieder. Ja, aber er hat ja gesagt, er war bis jetzt der war 10.000 Meter. Ja, genau. Ja. Ständig. Keine Ahnung, 12 Tagen Wandern, Trekken ist die Tour jetzt zu Ende. Das haben wir gestern gemeinsam entschieden, denn nicht nur der Gesundheitszustand lässt zu wünschen übrig, der meisten von uns. Vor allem bei Benni hat es nochmal übel erwischt. Ich meine, den Circuit wussten wir von Anfang an, dass wir den nicht komplett machen können, weil dafür die Zeit nicht reicht. Da bräuchte man einfach 4 Wochen Urlaub, um den wirklich machen zu können. Deswegen, wir sind jetzt in Muktinath, haben wir sozusagen die Hälfte des Circuits durch. Dafür haben wir ja den Tilicho Lake noch gemacht. Wir fahren heute nach Tatopani. Die Alex, die geht ja hier weiter, die verlieren wir jetzt eh. Und ja, Benni und Kathi fahren vielleicht auch woanders hin, nach Pokhara oder so. Also mal schauen, wie das jetzt hier weitergeht. Oh, ich banne. Neue Bilder. Alex, ja. Was willst du uns doch mit auf die Reise geben? Was will ich euch mit auf die Reise geben? Keine Ahnung. Den Zuschauern, die uns jetzt live verfolgt haben. Und jetzt die Alex nicht mehr sehen. Ja, ich werde halt jetzt noch weiter wandern. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ich hoffe, dass ihr euch einfach entspannen könnt. Ja. Bei dem, was ihr tut. Auf Wiedersehen. Alex wanderte weiter. Den Rest des Trails zum Basecamp, zum Everest und noch viel weiter. Noch ein halbes Jahr bleibt sie in Nepal. Ein Public Jeep brachte uns jetzt nach Jomson, vollgestopft mit Fahrgästen. Germany. Kleinsten der Einheimischen. Mama, jetzt. Da. Da. Da, da. Hallo. Hallo. Das war das letzte Mal, dass wir Karna sahen. Er stieg in einen anderen Bus und wir verloren uns dadurch. Nicht einmal Abschied konnten wir nehmen. Diese Busfahrt war mit Abstand die abenteuerlichste meines Lebens. Der Toto fuhr über Strecken, die ich keinem Geländewagen zugetraut hätte. Es kam, wie es kommen musste. Zum Glück konnten wir improvisieren. Hallo. Das permanente Rumschütteln im Bus sieht spaßig aus, aber nach ganzen 9 Stunden ist man einfach nur froh, wenn der Horror vorbei ist. Benni und Kathi fuhren weiter nach Pokhara. So, tschüss. Der Jay und ich, wir sind jetzt angekommen in Tatopani. Wieder auf 1400 Meter Höhe, also nochmal heute 2000 runter. Sind wieder mitten im Dschungel. Benni und Kathi sind alleine weiter nach Pokhara, wo wir dann morgen auch hinfahren. Schauen wir mal zu den heißen Quellen einfach, die es hier geben soll. Tatopani als Ausgangspunkt für den Poon Hill ist beliebt unter den Trekkern. Nicht zuletzt wegen der heißen Quellen. Der Tag drauf. Weitere 6 Stunden brutalste Busfahrt. Das ist cool. This guy here from Neuses, Augsburg, he's doing something really crazy now. He opens like a chocolate. Welcome to Nepal and this is Checkers. Oh, now we open. Oh. It's open and I'm not eating it. You're not eating it? No! Whoa, welcome. Endlich angekommen in Pokhara. Eine richtige Großstadt im Süden der Berge. Hier suchten wir unseren Weg inmitten der nicht so touristischen Straßen. Metropolis Chaos in der Großstadt. Wie ungewohnt für uns. Kühe gelten im Hinduismus als verehrtes Tier. Die Mutter, die den Menschen alles zum Leben gibt. Deshalb haben sie wohl unangetasteten Lauf, mitten in der Stadt. So, schaut ihr an, der Benni ist wieder da. Hallo. Hallo, wo waren wir so lange? Ich hab auch vergessen, leider. Bist du die Kathi? Wir brauchen 1 Stunde für 2 Kilometer. Bist du die Kathi? Hallo. Bist du die Kathi? Hallo. Ich glaube, wie lange jetzt nicht. Ja, einfach nur, weil ich so höhendicht war. Oh, Julian. 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 Finally, somebody let me out of my cage. It couldn't be worse. Geil! Man sieht die ganze Drecksscheiße hier überall. Geil. Du siehst den ganzen Dreckshaufen von Pokhara hier einmal komplett. Geil. Nachts war in der sehr viel schöneren Innenstadt richtig was los. Überall reisende Backpacker zu finden. Vielleicht ist das, was du suchst. Der heißt Love Love, der Laden. Love Love klingt sehr gut. Hier machten wir nun endlich Urlaub. Hey, was ist los? Am nächsten Tag paddelten wir per Katamaran über den großen Piwa-See. Sightseeing in Pokhara. Auf der kleinen Tempelinsel wurde man wieder Zeuge hinduistischer Gebräuche. Was ist das? Am anderen Ufer hieß es jetzt Treppen steigen. Schweißtreibend viele Treppen. Die World Peace Pagode symbolisiert den Wunsch nach Frieden aller Rassen und Weltreligionen. Dazu haben Thailand, Sri Lanka, Japan und Nepal 4 verschiedene Stufen von Buddhas Leben um die Pagode platziert. An der Seepromenade tummeln sich noch mehr Touristen. Ja, ich bin hier wieder mal am Subboarden, mitten auf dem See. So, Ruhestelle. Es ist angenehm heiß und warm, das Wetter ist wie immer bestens. Wir hatten heute Morgen einen richtigen Rafting-Fun. Ja, und jetzt nochmal ausklingen, der letzte Tag in Pokhara, hier auf dem Subboard nach der Shopping-Tour. Jetzt haben wir dann nur noch Kathmandu vor uns wieder. Noch mehr Kultur findet man in den Tanzbars. Abendliche Live-Auftritte gibt es hier. Das ist wirklich zu viel gespielt. Wir sind in Pokhara. Ey, es ist die Eiskönigin. Nein, nein, das ist nicht. Nein! Das ist Vin Diesel. Vin Diesel. Rafting. Ich überredete Benni und Kathi zum Rafting nahe Pokhara. Ein Bus fuhr uns raus zum großen Fluss. Nach ein paar Anweisungen ging's ab ins kalte Wasser. Ich war schon ein paar Mal raften, aber diese Stromschnellen hatten es in sich. Ach du Scheiße! Phedi. Alter. Dieser Ausflug hat sich wirklich gelohnt. Zurück dort, wo alles anfing. Kathmandu. Wir sind wieder zurück in Kathmandu nach einer relativ langen Busfahrt wieder. Diesmal ging das Ganze ohne Stau zum Glück, war trotzdem ewig lang, mir tut der Arsch weh vom Sitzen, vom Rumhupfen im Bus. Ja, und jetzt treffen wir uns noch mit dem Hari, das ist sozusagen der Chef von Karna, also dem sein, ja, der Chef halt von dem ganzen Trekking-Unternehmen. Und Karna haben wir ja auch verloren. Ja, und dann gehen wir kurz zusammen essen und danach fahren wir weiter nach Nangapur in ein Luxushotel, glaube ich. Hari! So. Hari lud uns zum Essen in einem tollen Restaurant mit echtem traditionellen Dalbat und Tanz ein. Hallo, namaste. Dafür, dass ich tagsüber beigebe. Einfach mit rein in die Schale. Und das hier kann ich nicht identifizieren. Kathi, schmeckt's dir? Ha? Danach fuhren wir aus der Stadt auf einen Berg hinaus. Wir waren wieder in der Idylle, auf über 2000 Metern. What's the name, Papi? In Nagarkot gab es einen schönen Panorama-Rundweg, der sich anbot. Hier oben ist auch ein. Siehst du das? Gras über dem Mund. Es grünte überall. Wir hatten eine diesige Sicht auf die Täler unter uns. Hier war tierisch was los. Besonders die Riesenspinnen in ganzen Horden von Netzen, überall verteilt. Man tauchte wieder ein in die einheimischen und dörflichen Lebensgewohnheiten Nepals. Hier durchquerten wir auch ein wunderschönes Stück Urwald. Das Örtchen wirkte wie verlassen. Der Aufstieg zum Nagarkot-Tower lohnte sich jetzt nicht wirklich, aber trotzdem schön. Dafür ein wunderschöner Sonnenuntergang. Zwei Füße, die rechts und links rausgucken, so. Ich glaube, das ist die luxuriöseste Berghütte, die wir bis jetzt gesehen haben hier. Ja, Mountain Lodge. Ja, voll gut. So Leute, 3 Wochen Nepal liegen jetzt hinter uns. Wir sind hier immer noch in Nagarkot La, cooler Name, oberhalb von Kathmandu in dieser Hügellandschaft. Ja, jetzt geht unser Flieger morgen zurück nach München. Mit gemischten Gefühlen treten wir daran. Wir sind jetzt hier noch in einem ziemlichen, ich würde mal sagen, für nepalesischen Standard Luxushotel. Ja, da gibt es ein bisschen Schwimmbecken und mehr, als man halt sonst kriegt. Mal weiche Betten. Und haben jetzt hier den letzten Abend, bevor wir dann morgen früh zurückfliegen. Und ja, wir haben hier einige Eindrücke gehabt und einiges erlebt und das alles zusammen. Ich hatte hier auch diesen einen besonderen Moment, auf den ich viele Jahre lang hingearbeitet habe oder gehofft habe, dass ich ihn haben würde. So eine Art Gänsehaut in der Landschaft, wenn du willst, ein Landschaftsorgasmus. Ja, nee, wirklich, also sehr intensiv gewesen. Diese Landschaften hier sind... Also gerade wenn du jetzt im Annapurna-Bereich unterwegs bist, das ist, ja, das übersteigt auch so ein bisschen so deine Wahrnehmungsmöglichkeiten. Also wenn du jetzt den Mond anschaust und nicht verstehst, wie groß der Mond ist, so ungefähr ist es, wenn du vor so einem 8000er stehst, und so war das halt. Wir haben super viel Kultur erlebt, super viele Leute kennengelernt, super viel mitgenommen an Erfahrungen und an Leuten und Geschichten. Ne? Und das ist halt immer super auf so einer Reise, also demher voll geil gewesen. Auch so mit unserer Gruppe, obwohl wir doch ziemlich verschiedene Persönlichkeiten sind, haben wir uns irgendwie immer doch ganz gut verstanden. Klar, man kann nicht sagen, dass es ganz ohne Streitereien war, aber das ist normal, würde ich sagen. Und ja, auch die kleine Alex, die wir dabei hatten, ich sage immer klein, ist so gemein, ne? Die ist halt 18. Nee, war ein super, also auch mit Karna und Alex war es ein super Team dann noch. Richtig Spaß gemacht mit der Gruppe. Wobei ich sagen muss, ich habe echt diese Höhe unterschätzt. Ich hätte gedacht, geht schon, ne? Aber wegetechnisch ist das überhaupt gar kein Problem, da gibt es überhaupt keine schwierigen Stellen, vielleicht bis auf die Landslides, aber die Höhe, die macht einen so fertig, das ist unfassbar. Also ja, gerade noch mal der Unterschied zwischen 4000 zu 5000. Man ringt nach Luft und geht wirklich, also winzige Schritte. Wir haben den Trail jetzt gemacht bis Muktinath, das ist so ungefähr die Hälfte von dem Ganzen. Du stehst hier mitten vor dem Fenster im Hotel und es ist überhaupt nicht aus wie zu Wald. So. Einfach Fotomontage, mach jetzt Greenscreen, komm. So. Ja. Du tust also, als wär's so ein Berg. Ja, ich bin jetzt hier hinter mir die Berge. Wird jetzt eingeblendet? Nee, Quatsch. Nee, auf jeden Fall. Wir haben es geschafft. Wir sind ein großes Stück dann mit dem Bus gefahren nach Tatopani. Das stinkt mir im Nachhinein so ein bisschen, weil ich am liebsten halt doch ganz zu Ende gelaufen wäre, aber da hat einfach die Zeit auch nicht gereicht. Und wir sind ja alle krank geworden auch noch. Und ja, ne? Aber ich würde jetzt mal zum Ende kommen und sagen, vielen, vielen lieben Dank an euch, dass ihr zugeschaut habt, die Videos angeguckt habe bis zum Ende. Das bedeutet mir viel, weil ich halt so viel Arbeit reinstecke und das soll ja nicht umsonst sein. Deswegen fände ich geil, wenn euch das gefallen hat, dass ihr vielleicht diese Videos oder die Seite anderen zeigt oder teilt oder mir eine Bewertung zurückgibt, dass ich weiß ungefähr, ob es cool war oder nicht. Und das wäre eigentlich schon ganz geil. Ne? Jo. Ja, der Greenscreen kann ich wieder. Ja, also in dem Sinne, vielen Dank und ab in den Winter. Guten Morgen, ich stehe jetzt auf. Ich meine über den Ding, meine Sorgen. Lass ich im Traum, schlafe nicht auf, stehe dann ohne sie auf. Diesen Morgen kann man vertrauen, auch wenn man's abends nicht glaubt. Mama sagt, auch wenn man Augen mal schließt, geht die Sonne noch auf. Und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da, dann bin ich schon da. Ja, und wenn der Morgen beginnt, dann bin ich schon da und warte auf den Tag. Immer ein bisschen mehr als die anderen, früh angefangen, wenn ich jetzt bitte wandern. Gib nicht viel, was ich nicht lernen kann, für ferne Ziele lohnt sich zu wandern. Wasch mir die Nacht von der Haut, Tropfen laufen laut. Lass sie nicht ausreden, verbraucht. Entscheide heute nur aus dem Bauch. Das ganze Jahr kannst du haben, aber der Tag hier gehört mir. Hab nicht so lange drauf gewartet, um jetzt das Rennen zu verlieren. Liebe Grüße aus Nepal tatsächlich. Ich bin immer noch hier, wie man es vielleicht auch an der Geräuschkulisse im Hintergrund erkennen kann. Aber ich bin gerade in meiner Schule, da bleibt es nicht wirklich aus. Ja, ich wollte abschließend zu der Videoreihe mich einfach nochmal melden. Und natürlich zuallererst mal ganz, ganz herzlich bei Kai, Jay, Benni und Kathi bedanken. Und natürlich auch bei Karna, der ein wirklich guter Guide war und einige Sachen erklären konnte. Und es hat total Spaß gemacht, mit euch allen zu laufen. Es war wirklich toll. Und ja, eben die ganzen Erfahrungen mit euch teilen zu können. Das finde ich immer schön, wenn man zusammenläuft, dass man nicht alles nur für sich alleine hatte. Und ja, ansonsten, ich bin jetzt seit, ich glaube, 4,5 Monaten ungefähr hier. Ein bisschen kann ich auch noch bleiben und habe noch einige andere Erfahrungen natürlich gemacht. Ich war nach dem Circuit, den bin ich zu Ende gelaufen, auch noch im Everest-Gebiet unterwegs, habe da nochmal einige Wochen verbracht und es war auch unfassbar schön. Insofern kann ich allen Leuten, die in irgendeiner Form überlegen, mal hierhin zu kommen, nur dazu raten, es einfach zu tun. Denn es gibt so wahnsinnig viel zu entdecken und es ist ein so vielseitiges Land. Man hat natürlich die Natur, die einfach grandios ist. Man hat aber auch kulturell ganz, ganz viele Dinge, die man hier entdecken kann und die man vielleicht auch so überhaupt nicht kennt. Und die Menschen sind unfassbar nett. Das ist eigentlich das, was einem immer wieder hier auffällt, dass man sehr herzlich aufgenommen wird, auch wenn ja, man ja selbst eigentlich fremd ist. Aber das ist wirklich schön. Ja, insofern, falls jemand kommen will, macht es auf jeden Fall. Zögert nicht zu lange. Und an euch, also an die Vierergruppe bzw. mit Karna 5 nochmal vielen, vielen, vielen Dank, dass ich euch begleiten durfte und diese Reise zumindest teilweise mit euch erleben durfte. Und ich hoffe, man sieht sich bald wieder und vielleicht ja auch in dem einen oder anderen Video. But you